Herzlich willkommen zurück zu Citadel Forged by Fire. In Begleitung wie immer von Akasha. Und ich bin ihr Zitadellenwärter Saibo. So. Im Offscreen ist nicht so viel Aufregendes passiert. Außer, dass ich einen kleinen Ausflug zu diesem Gebirge hier vorne gemacht habe und dem, was dahinter liegt, um ein paar bestimmte Steine zu farmen. Moment. Nicht wie? Ein bisschen. Ja, macht nichts. Ist ja diese Steine, Precious Stone. Und die in Kombination mit diesen Kugeln, von denen ich gerade absolut nicht auf dem Schirm habe, wie sie heißen, daraus kann man dann diese Amethystkristalle craften. Aber 2 Minuten Einschmelzvorgang. Das gönnen wir uns. Und ja, dann können wir Schmuck herstellen, glaube ich. Und diverse andere Sachen konnte man auch damit machen, so wie ich das gesehen habe. Wir haben so unglaublich viel Stein. Ja, aber wenn wir dann... Du kannst bestimmt auch irgendwann auf Stein bauen, dann ja. Sind wir sehr froh, dass wir ihn haben. Habe ich schon gesehen, ab Stufe 20 geht's mit Stein los. So, was brauchen wir denn? Hast du die Laternchen gesehen, die ich aufgehangen habe? Hast du die Fackeln gesehen, die ich aufgehangen habe, ja, oben? Hier hinter dir und hinter dir. Ja, ich habe doch da oben auch schon eine Fackel gemacht vorhin. Nee, ich habe Laternen aufgehangen. Da, an der Wand. Aber die macht jetzt nicht so viel Licht wie eine Fackel. Nee, aber ich fand die hübsch. Ja. Das Auge wohnt ja auch mit. Ja. Will dann mal gucken, ob wir hier weiterkommen. Bauen eine Treppe. Nach rechts oder links? So. Und das ja genau. Was für ein Treppenhaus. Vorteilhaft. Das Baumenü meinen Mana-Balken verdeckt, aber es hat ja gepasst. Doch ein bisschen mit Wände bauen? Ja, gerne, auf jeden Fall.
hab kein Holz mehr. Oh wei. Doch, hab ich. Ich dachte, hä? Also ich finde es gut, dass du aus so weiter Distanz noch die Wände setzen kannst. Wenn ich dann an andere Spiele denke, wo du dann erstmal dir einen Flieger zähmen musst oder so, ne? Um überhaupt Ja, ich weiß, was du meinst. Und hier kannst du echt hinten in der Ecke stehen. Ja, nicht ganz, aber halt wirklich schon. Das ist eine gute Range, die man da hat. Jetzt muss ich gleich das Holz farmen. Nichts mehr in den Kisten? Nee. Das ist nicht schlimm. Wir fahren. Das war echt schön mit diesen Treppen, das gefällt mir. Niemand weiß, wo diese Treppen hinführen und wie hoch wir bauen wollen und was wir da alles hinsetzen, aber alleine das hier unten so als Werkshalle ist schon relativ klein. Dann fahre ich auch noch ein bisschen Holz. Holzi, Holzi, Holz. Oh, unsere Freunde sind auch wieder da. Ha! In your face. So. Ist immer noch offen. Ja, ich denke mal, die wird sich auch nicht wieder schließen und füllen. Möglicherweise nach dem Server Reset oder so, oder. Nach dem insgesamten Neu-Connect. Keine Ahnung. Braucht man denn, um einen neuen Handschuh zu machen? Knochen. Ja, nee. Die habe ich nicht. Ich habe auch keine Ahnung, wo die herkommen soll. Das weiß ich auch nicht. Bones. These demonic bones can be repurposed
Also muss man vielleicht irgendwie so Skelettkrieger oder sowas, wenn es hier sowas gibt. Ich habe immer, ach so, ja, genau, ich habe im Offscreen einen Drachen gesehen. Den musste ich euch jetzt leider vorenthalten. Versuch jetzt mal was. Vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Nein, dafür brauche ich diese Bench. Pferde. Wow, cool. Nee, kann ich nicht machen, verdammt. Warum machen die beim Hierherlaufen Geräusche, als ob sie beschlagene Hufe hätten? Weiß ich nicht. Schnell kommen kannst. Ich wusste nicht, dass die zu dick sind. Ja, aber ich krieg das schon hin. Meine Güte. War das aufregend. Das, wo ich doch nur mal so ein bisschen die Gegend erkunden wollte. Also hier ist alles voller Pferde und voller Wildschweine. Die ganze Zeit laufen mir die Pferde durch den Laser. Bis eins weint. Ja. Sind hier von allem immer mehreres? Ist ja nicht zum Aushalten. Schon wieder der nächste. Dann die ganze Zeit die trappelnden Pferde dazwischen. Die bringen auch eine Geräuschkulisse mit sich. Kann ich dann jetzt mal diesen Berg hochgehen ohne einen weiteren Angriff? Nein.
Lichtessenz heißen diese Kügelchen. Light Essence. Bin mal gespannt, wie das wird. Wenn. Was ist denn mit diesem Pferd? Wie das hier wird, wenn hier dann mal die deutsche Übersetzung eingeführt wird. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder das ein oder andere zum Schmunzeln. Rache. Sitzt da hinten. Ich will mich nicht mit ihm anlegen. Ich will mich auch nicht mit ihm anlegen. Ich will ja nur mal gucken. Also diese Pferde verfolgen mich hier auch irgendwie. Mögen dich. Kann euch noch nicht zähmen, Leute. Und selbst wenn, wie sollte ich euch übers Meer bringen? Ich hätte gerne diese komischen Steine, aber ich weiß nicht, wo ich die finden kann. Und ich kann auch nicht nachgucken nirgendwo, weil ich ja nicht mal weiß, wie die heißen. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich will mich nicht mit ihm anlegen, ich will nur mal gucken. Ich glaube, er nascht irgendwas. Nee. Ich glaube, er ist ein Pferd oder so ähnlich. Hm. Hat er mich jetzt gesehen? Er guckt mich an. Ich weiß nicht so recht, ich glaube, er ist da festgebackt. Aber ich glaube, er will mich. Er dreht sich immer in die Richtung, in die ich gehe. Hm. So. Was ist denn da nur? Drei Pferde und ein Drache. Oh, oh. Also ich denke mal, wenn man den Baum da wegmacht, dann... Oh, oh. Einfach nicht umdrehen. Wenn ich ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht. Alte Regel. Wo finde ich denn bloß diese Steine? Das weiß ich nicht, aber ich habe gar nicht mitbekommen, dass mein Mana ausgegangen ist. Ich bin ganz weit weg von zu Hause. Echt? Das wäre aber sehr schlecht. Ich bin nämlich dahin geflogen, extra, wo ich dich gesehen habe. Und ich laufe dir auch noch wie so ein Depp hinterher. Ich suche diese Steine. Ich habe keinen Mana. Nur damit du es weißt. Okay. Ich hab Mana. Ist jetzt einfach ein paar Geisterorchideen. Weil wir laufen gerade auf ein Dorf zu. Wo war ja? Ja, du bist auch echt kurz davor. Schon. Hallo Hirsch. Hirsch heiß ich. Da ist keiner. Das glaubst du wohl selber nicht. Oh doch, aber es sind Menschen, glaube ich. Also Orks. Ja, es sind Blutorks.
Einer kommt von rechts. Jetzt bestimmt eine Kiste. Wahrscheinlich. Jawohl. Ich möchte auch mal so eine Kiste aufmachen. Ja, nimm dir das. Das ist, da ist ein Ding, so ein Mana-Ding drin. Ah. Verdammt, ich brauch diese Steine, Mensch. Ich brauch die wirklich dringend. Ja, wahrscheinlich gibt's sie auch im Gebirge. Wahrscheinlich gibt es die auch nur im Gebirge, so wie diese Prismasteine. Was leuchtet da drüben? Ich sehe noch nicht mal, wo du bist. Du rennst immer wie so, weiß ich nicht, was vor. Wahrscheinlich auch nur so ein Kristallding. Okay. Kannst ja rüberfliegen und nachschauen. Ich hab... Na, ich weiß nicht, ob mein Mana reicht bis da drüben. Eine Lichtgestalt. Ach, das ist so ein Monolithending, was ich da hinten an den Bergen auch gesehen hatte. Wieso habe ich Damage gekriegt? So hoch war ich doch gar nicht. Was Damage gekriegt? Was platscht denn hier? Was ist das denn? Da ist was mit Flügeln. Ein Dämon. Ich habe aber nicht viel Mana. Ein Demonic Imp. Level 28. Ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen möchte. Ich glaube nicht. Er hat Level 28. Das ist mehr als du und ich zusammen haben. Wo bist du denn? Da kommt eine Riese. Ach, shit. Okay, das Wildschwein hat das Pferd gegessen. Aber ich hab nicht so viel Mana, um darüber zu kommen. Da musst du Tee drücken zwischendurch. Ich habe nicht genug Mana. Oh, Scheiße. Was ging so gerade eben? Ja, wo bist du denn? Voll weit weggeflogen. Jetzt darf uns nur nichts angreifen, sonst ist nichts mit Verteidigung. Was plätschert denn hier die ganze Zeit so? Wasser. Ja, aber doch nicht von alleine. Da ist doch bestimmt irgendwas drin. Ja, ist mir egal, was da drin ist. Ich brauch diese Steine, verdammte Kacke. Ja, keine Ahnung. Ich gehe jetzt wieder dahin zurück. Ja, auch wieder zurück. Es ist mir im dunklen Wald zu gefährlich. Ich muss meine Wunden lecken. Und da ist zum Beispiel schon ein Wolf. Schauen wir jetzt erstmal hier so ein paar Blümkes weg. Da ist noch ein Wolf.
Dann gehe ich hier lieber bei Puck der Stubenfliege vorbei. Es ist böse. Aber es war sicherlich einfacher, als da bei den zwei Wölfen vorbeizugehen. Ich dachte, die tun nix. Dachte ich auch. Ich bin ja auch voll nah an die eine dran gegangen. Die hat mir nichts getan, aber die war grün. Vielleicht war hier schlecht. Oh, oh, stopp. Was denn nun wieder? Da ist Wasser. Da kommt Wasser. Ich weiß nicht, ob die von alleine aus angreifen. Hast du Mana? Naja, ein bisschen mehr als ich gerade hatte, als. Ich gehe erstmal dran vorbei. Lässt mich auch in Ruhe, wie es scheint. Ich nicht. War schon tot, als du geschossen hast. Also wenn man den aus dem Weg geht, passiert nichts. Aber wenn man genau auf die zuläuft, so wie du das die ganze Zeit immer getan hast, dann mögen sie das wohl nicht. Oh nein, da sind die Orks wieder nachgespawnt. Und ein Schwein. Zwei Schweine. Hast du denn das zweite Schwein gesehen? Ja, es ist hier rumgesprennert. Okay. Vor unserem Haus lungert ein Ork rum.
Ist, brauchst du Hilfe? Nee. Geht. Also diese Zäunchen sind echt hübsch. Muss man ja echt sagen. Im Sprung aus so geringer Höhe kriegt man schon Falldamage, okay. Das ist natürlich nicht so toll. Nee, ich guck mal, im hellen und dunklen traue ich mich nicht. Soll ich uns mal einen Schmuck machen? Ja. Mach einen Schmuck. Ist ein Schwein vor dem Haus.
Ein Schwein ruft mich an. Es schreit so furchtbar, wenn es stirbt. In der Forge. Das wieder hier. Auch. Und das sowieso. Wo war das denn her? Verdammt. Den Schmuck trägt man statt Besen. Und jetzt habe ich extra einen Ring gecraftet, der die Mana-Regeneration beschleunigt. Kannst du ja trotzdem mal mitnehmen. Wiegt ja nicht so viel. Nur 2,55 Kilo. Aber wenn man zu Fuß unterwegs ist, ist es dann vielleicht effektiver, den zu nehmen. Ich kann in diesen zwei Stationen überhaupt nichts herstellen. Warum nicht? Ja, weil ich nichts habe, was darin hergestellt werden kann. Und ich kann hier nicht mehr den Schieberegler einstellen, wenn ich mehrere Sachen auf einmal machen will. Ah, ich muss jetzt alles einzeln machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist aber so. Das musst du mir zeigen. Ja. Du musst den Sack übrigens nicht direkt einsammeln. So. Ja. Alles einzeln. Hä? Ja. Seltsam. Dann probieren wir die andere Forge. Nee, da gibt's auch nicht. Da habe ich ja eh nur noch einen, von daher. Den kannst du ja parallel in der anderen, in der zweiten Forge craften. Hier ist ein Wolf vor der Tür. Hier war ein Wolf vor der Tür. Ja, passiert. Diese Hasen machen ja ein unfassbaren Lärm, ne? Ja, ist mir auch aufgefallen. Denkst du immer, es kommt ein Riesenviech um die Ecke? Ja, dann hast du ja so ein Häschen. Genau.
so viel Fläche und niemand weiß, was wir damit tun sollen. Aber Hauptsache haben. Falls jemand von euch eine Idee hat, schreibt es einfach in die Kommentare. Und leider ist auch diese Folge für heute vorbei. Vielleicht brauche ich mal noch nicht hier. Die Zeit ist um. Es war sehr schön mit euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.